Heute zeige ich euch mal Fridas Kleiderschrank. Das wurde ganz oft von euch angefragt. Erwartet nicht zu viel. Es ist wirklich nur dieses kleine Herzstück. Und viel mehr ist es gar nicht. Aber ich dachte, wenn ihr es sehen wollt, dann mache ich es für euch. Und ja. Die Firmen, wo ich eigentlich einkaufen gehe, H&M, Zehmann, Name It und Zara, die sind da drin vertreten. Also so viel ist es gar nicht. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's! Ja, also wir fangen an. Die erste Etage ist die Etage mit den Bügeln. Fangen wir mal hier an. Hier ist zum Beispiel eine Mütze, die habe ich von der lieben Anne geschenkt bekommen. Da passt Frida leider immer noch nicht rein. Deswegen hängt sie hier und wird immer begutachtet, bis sie endlich mal passt. Ja, dann geht es hier weiter. Das ist ein Kleid von H&M in einer 74. Das wird sie jetzt im Sommer tragen. Also wie alle anderen Kleider auch. Das ist auch ein H&M-Kleid in der 68. Ich finde aber, dass man es deutlich auch noch größer tragen kann. Dieses Kleid ist von Ernstings Family in der 80, also auch noch ein bisschen groß. Dieses wunderschöne Kleid habe ich selber genäht. Dann haben wir hier eine Strickjacke. Die finde ich super, wenn man nur einen Body anhat und ist einfach eine Jacke drüber. Die ist in der 68 von Zehmann. Und hier habe ich zwei Kleider, die sind dann eigentlich für nächstes Jahr Weihnachten. Die habe ich auch geschenkt bekommen. Die sind beide von H&M. Und hier ist das ein bisschen klein, schon in der 62 von Frieda. Das hatte sie zu Weihnachten an. Dann haben wir hier noch eine Jacke. Die ist aber auch in der Größe 80. Die passt auch noch nicht. Die ist von NKD, glaube ich. Ich glaube, Liegelind ist NKD. Ich bin mir aber nicht so sicher. Und es ist eine Wendejacke. Die finde ich ganz cool. Und vor allem in Rot. Deswegen mag ich sie noch viel mehr. Ja, hier ist noch ein Pullover in der 68. Das hatte ich bei Primark gekauft gehabt letztes Jahr. Das hatte sie auch über die Weihnachtszeit an. Dann haben wir hier ein Pullover auch in der 68 von H&M. Dazu gibt es zum Beispiel noch eine Leggings. Also das war so in so einem Set. Das habe ich nur gekauft, weil es im Angebot war und weil ich das total niedlich fand. Dann habe ich hier, voll süß, so eine kleine Bluse. Die war von Bonprix, glaube ich, die hatte ich online bestellt und es soll jetzt eine Größe 56-62 sein. Die passt aber jetzt noch, also die ist deutlich größer als angegeben. Also Frida trägt ja jetzt die 68 und jetzt passt sie genau richtig. Dann habe ich dieses Kleid hier noch gekauft, das hatte ich bei, ja, gute Frage. Hier bei TK Maxx hatte ich das gekauft. Genau, das ist auch schon deutlich größer, das ist auch in der 80. Aber das musste mit, weil ich es so schön fand. Dann ist hier noch eine Jacke, die ich auch selber genäht habe. Die ist auch viel zu groß noch. Die wird dann im Herbst zum Einsatz kommen. Dann ist hier eine kleine Fließjacke, auch von Zehmann. Dann habe ich hier meine Lieblingsjacke, die trägt Frida fast nur noch eigentlich. Die ist von Emma und Käthe. Die verlinke ich euch mal in der Infobox. Und dann haben wir hier noch ein Kleid von Rolf Lauren. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall das hier mit dem Pferd. Das haben wir aber geschenkt bekommen. Also wir haben das Geld auch nicht. Und dann habe ich hier noch einen kleinen, wie nennt man das? Auf jeden Fall das hier von Zara. Dann hier noch eine Jacke, die ist von C&A. Dann hier so eine Wendejacke. Die trage ich eigentlich, wenn, dann nur so rum mit den Blümchen außen. Also Jacken habe ich wirklich eine ganze Menge. Ich finde es halt ganz cool, dass man auch mal Jacken hat, wo keine Kapuzen dran sind. Also ich liebe Kapuzen, aber mal ohne finde ich auch richtig cool. Dann ist hier noch so ein Einteiler, den habe ich auch geschenkt bekommen. Der ist auch von C&A. Dann habe ich hier ein Kleidchen, das ist von DKNY. Da steht auch 12 Monate drauf. Dazu war passend noch eine Leggings. Die trägt sie aber jetzt schon. Also das ist nur am Hals ein bisschen zu weit. Dann habe ich hier noch ein gelbes Kleidchen, das habe ich auch geschenkt bekommen von der Jenny in der 74. Da passt sie jetzt bald rein, da freue ich mich schon. Nicht hier einfach nur ein Basic weißes Oberteil, das habe ich nur hier hängen, damit ich nicht vergesse, dass ich ein Basic weißes Oberteil habe. Und dann noch hier eine Jacke, das ist auch vom Ernstings Family. Die ist auch grau mit so gestreift. Dazu gab es noch eine Hose und ein Body, das finde ich ganz süß. Ja, und das andere habe ich für jemand anders gekauft, das darf ich nicht zeigen. Für den lieben Pinoska. Ja,
Dann würde ich sagen, wir gehen mal eine Etage tiefer. So, weiter geht's. Hier sind jetzt zum Beispiel nur die T-Shirts und Langarm-Pullover. Also sind ja keine richtigen Pullover, aber das hier zum Beispiel ist halt so ein Sweatshirt, glaube ich, nennt man das, ne? Da kaufe ich eigentlich ganz, ganz viel bei C&A oder Kaufhof ein oder bei Name-It. Das zum Beispiel ist so ein Pullover, den hatte ich im Winter schon gekauft, auch 56 soll das sein, von Bonprix, auch ein bisschen zu groß, passt jetzt super. Hier auch Name-It, dann hier, das war Kick, glaube ich, habe ich geschenkt bekommen. Dann Ernstings Family, also da, das sind so meine Hauptsachen. Ja, und das sind alle Pullis, die sie halt so hat. Das ist jetzt in einer fast alles 68. Dann habe ich hier, sind die Schlafanzüge. Der hier ist zum Beispiel, das war so ein Dreierpack von Primark. Da passt sie jetzt rein und das war, glaube ich, auch, ich glaube, 3 Monate oder sowas stand da als Größe drauf. Die passen jetzt erst. Also die sind echt riesig von Primark, die Sachen. Also ist meine Erfahrung. Dann habe ich hier hinten noch, ich habe jetzt 2 kurze Hosen, das sind die einzigen 2 kurzen Hosen, die ich habe. Dann habe ich hier noch so Pumphosen von Freunden selber genäht. Dann ist hier noch eine Leggings. Ja, noch mehr Leggings und noch mehr Leggings. Hier ist zum Beispiel eine mit Füßen dran, die hatte ich im Winter bei H&M gekauft gehabt. Die liebe ich, weil das immer ganz praktisch ist, dass da mal Füße dran sind. So, dann gehen wir hier hinten hin. Das sind die ganzen Langarm-Bodies, die ich habe. Und da muss ich zugeben, habe ich schon eine ganze Menge, wie man sieht. So, aber ich ziehe eigentlich nur so ungefähr die an. Die anderen lasse ich irgendwie meistens liegen. Das sind alles Langarm-Bodies. Und dann habe ich hier noch die Kurzarm-Bodies. Da habe ich noch echt wenig, weil ich noch nicht so richtig auf Sommer eingestellt bin. Da werde ich mich jetzt demnächst mal zu Primark bewegen und da mal ein bisschen shoppen gehen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ansonsten habe ich hier hinten, natürlich total ordentlich, Strumpfhosen und Socken und schieß mich tot, keine Ahnung, irgendwelche Stulpen. Ja, die Socken habe ich fast alle geschenkt bekommen, also da habe ich fast gar keine selber gekauft. Die hier habe ich jetzt zum Beispiel selber gekauft, die sind von Sterntaler, die haben halt diese Noppen oben auf dem Fußrücken und unten an der Sohle. Die sind aber noch ein bisschen zu groß, aber ich fand die ganz gut, wenn sie jetzt anfängt zu krabbeln, dann kann sie sich damit besser abstützen. Und ansonsten bei H&M zum Beispiel kaufe ich gerne Strumpfhosen, weil die passen von der Größe relativ lange und die sind qualitativ auch voll in Ordnung. Ja, das war es eigentlich schon. Das war die Etage. Das war es eigentlich fast komplett. Wir gehen jetzt nochmal eine Etage tiefer und dann zeige ich euch den Rest und das war es dann schon. Ja, wie ihr seht, hier sind eine Menge Spucktücher, weil Frieda ja am Anfang wirklich viel gespuckt hat. Die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Deswegen sind die hier schon so ein bisschen abseits. Wir haben vielleicht mal 1 oder mal 2 in Gebrauch, aber ansonsten benutzen wir die fast gar nicht mehr. Dann habe ich hier noch ihre Chucks. Das sind jetzt die 2. Das sind die jetzt in der Größe 2. Vorher hatte sie die Größe 1, also die allerkleinste, und das ist jetzt die 2. Ja, dann haben wir die noch, die sind auch noch ein bisschen groß. Das sind jetzt Größe 3. Und dann habe ich hier noch Vans. Die hat Markus auch aus Amerika mitgebracht, also wie alle Schuhe. Und die sind in gar keiner Größe. Doch 3 oder 4. Markus hat gerade 3 oder 4. Also die sehen auch sehr groß aus. Und dann habe ich hier hinten noch auch noch ein paar Converse auch geschenkt bekommen. Auch in der Größe 3. Ja, also Frieda ist schon mal gerüstet. Ja, und dann habe ich hier nur noch ein paar Sachen, die noch ein bisschen zu groß sind, die ich schon geschenkt bekommen habe. Da habe ich zum Beispiel hier, die wollte ich euch auch mal vorstellen. Die Hose ist von einer Freundin, die hat einen Online-Shop. Und da habe ich die bekommen und die passt jetzt leider noch nicht. Das ist so eine Unterhose oder so eine Lümmelhose für zu Hause. Aber jetzt demnächst wird ihr die passen, dann freue ich mich schon. Ich verlinke euch sehr, 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 sehr gerne mal den Shop in der Infobox von der lieben Ines Björk-David. Ja, ansonsten, das sind nur noch die Sachen, die noch ein bisschen zu groß sind. Und hier unten sind noch ein paar Decken und hier aussortierte Sachen. Ja,
das war es eigentlich schon. Das war ein ganz kurzes Video. Also so kurz ist es, glaube ich, jetzt auch nicht geworden. Aber nur der Kleiderschrank von Frieda. Das Einzige, was ich euch jetzt nicht gezeigt habe, sind die Mützen und die Tücher, was wir noch so haben. Die sind alles in dem anderen Schubfach. Aber es sind, glaube ich, 3 Mützen und 2 Halstücher. Und ansonsten noch ein paar Sapperletze, die sie halt zum Essen ummacht. Ansonsten habe ich euch jetzt alles gezeigt, bin ich der Meinung. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einen Daumen nach oben und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Tschüss!